auf das Handy am Ohr, Bruder. Ich mach die Haramees in meiner Gegend. Grüß mal mit Salam Aleik. Richter stellt Fragen auf Bolschons Ache. Ich bin mehr Straße als Tom Navis. Der ABK Army zeigen, indem ihr auf den ersten Link in der Beschreibung klickt. Dort kommt ihr zu dem neuen Song von Sammy. Lasst ein bisschen Liebe in den Kommentaren da. Und folgt Sammy auf Instagram. Ich musste das sagen. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Es ist einfach 7 Uhr. Und ich bin selber jetzt Lokführer geworden. Und ich bin so viel Zug fahren, Junge, Alter. Y'all ain't ready for some true players. Fresh to death, head to toe, shitting on you haters. Ja, das ist es. Das ist es. Vertraut mir, das ist es. Take your bitch with the flick of the wrist. Willkommen zu einem neuen Frankfurt-Vlog. Warte, bei Schokolade gibt's keinen Schönen Spaß. Schönes Weihnachten, Sammy. Gib mir jetzt die 24, Mann. Arschloch! Also, gib mir die 24! Ich hab gehört, wenn du einen Sock... Ich hab den Hisham so wehgetan da, Digga. Kennt ihr diese Dinge an der Brille? Wenn man die Brille anzieht, man hat auch so Nasenhalterung in dem Glas drinne, gell? Guck mal bitte, wie ich seinen Kopf gezogen hab. Ich hab diese Nasenhalterung, diese Dinge... Hab ich in seinen Augapfel reingehauen. Gib mir jetzt die 24, Mann. Arschloch! Gib mir die 24! Ich hab gehört, wenn du einen Sock hinhängst, dann kommt in seinen Kopf reingeschlagen, Bruder. Wenn du einen Sock hinhängst, dann räumt dir deine Mutter weg. Boah, dem ist egal, welche Nationalität du hast oder welche Religion. Wer sagt Niklaus das? Ist Vater da. Mein Lehrer in der Grundschule hat's gesagt. Niklaus ist ein Rassist, Bruder. Ist doch auch ein vegetarischer Ding. Weihnachtskalender. Der Hisham ist so ein dreckiger Marokkaner, Digga. Der ist bestimmt auch gerade im Chat. Der hat sich einfach eine Switch ergaunert. Er ist zufällig an diesem Tag da mit uns, okay? Und ich hatte mit ABK eine Wette. Und er sagt einfach, ja, ich will auch einen Switch. Digga! Der ist Veganer, Bruder. Ja, Milch ist Gift, sagt er. Die hatten seine Mutter gestillt mit was? Mit Wasser, mit Capri-Sonne oder mit? Das hat er ja extra gesagt, um zu provozieren, damit er Klicks macht. Ach so, ja, Baba, ich will auch Klicks machen. Ich hasse Milch. Milch ist scheiße, Milch stinkt. Aber ABK, Bruder. Selbst wenn ich ein gelbes Video mache, mache ich mehr als $17. Warum hast du dein Loch angefangen zu graben? Ich habe meine Werbefreundlichkeit vergraben. Ist ja klar, wenn ABK dabei ist, müssen ich... Das war der erste Videodreh von letzter Tag in meinem Kalender, gell? Ganz kurz muss ich euch dazu erzählen, wer es nicht hören will, der hat Pech gehabt. Ich habe ja letzter Tag im Kalender gebracht, das Video, was ihr jetzt kennt, das ist innerhalb von einer Stunde entstanden. Davor hatte ich ein Video gehabt, das ging eine Woche. Ich habe mein eigenes Grab gebuddelt. Ich habe mich selber begraben. Auf mich wurde zugegraben, dies, das. Und derjenige, der mich zugegraben hat, war ich auch selber. Wir haben das so krass geschnitten, Digga. So viel Arbeit war da drin, so viel Effekte. Ich habe eine Halle gemietet, alles. Auf einmal den Typen, sein PC geht kaputt. 4 oder 5 Stunden vor Video-Release. Der Typ, sein PC geht kaputt. Walla. Ich habe direkt Amino angerufen. Ich habe ihm gesagt, Bruder, ich muss heute Abend ein Video rausbringen. Walla, wir müssen jetzt drehen. Dann habe ich schnell gedreht, Digga, innerhalb von 2 Stunden. Ein neues Video, komplett random mit einem anderen Kameramann. Hast du Geld zurückbekommen? Natürlich. Natürlich. Ich habe eine Halle gemietet. Ich habe, Digga, richtig, richtig auf Ernst. Halle gemietet und alles gemietet und so. Guck mal. Warte mal. Ich zeige euch mal ganz kurz. Wo ist denn mein TikTok, Digga? Ich weiß gar nicht, wie ich auf TikTok drauf gehe. Mach mal Ausrufezeichen TikTok einer oder so. Ich habe eine Halle gemietet, Chat, alles gemietet, Digga. So. Ich hoffe, das gibt's noch hier. Ja, war das gibt's noch hier. Ja, ne, mit Halle gemietet und so weiter, ja? Nur, dass ihr das kurz seht, okay? Guck mal zu. Okay? Und jetzt? Jetzt hier? Guck mal, ob ihr das, den Clip überhaupt irgendwann mal findet. Sammy L. Letzter Tag. Keine Ahnung. Ach, Junge. Hier werdet ihr nicht einmal die Halle sehen. Warum? Weil es ein komplett neues Video ist. Das habe ich in einer Stunde gedreht. 10 Minuten zu strecken, Bruder. Ich bin trotzdem scheiße. 10.
und ich habe deine Abneigung gesehen, als Tanzverbot bei dir war. Also 2 Tage oder 3 Tage hast du nur einmal gelacht, wo er auf die Fresse gefallen ist. Bruder, gell? Dieser Clip von Tanzverbot, gell? Ich hab mich tot gelacht. Pass mal auf, wie der runtergeklappt ist. 3 Tage hast du nur einmal gelacht, wo er auf die Fresse gefallen ist. Aber ich werde kommen. Und das war auch einmal ein Zebra. Einmal gelacht, wo er auf die Fresse gefallen ist. Ah, ich werde kommen. Ich hab mich so tot gelacht. Und das war auch einmal ein Zebra. Ich hab mich so tot gelacht. 2019 werde ich 1 Million Abonnenten haben. Und was, wenn nicht? Dann muss ich mir 2000 Euro geben. Da muss ich Sammy 2000 Euro geben. Guckt das jetzt, damit ihr das auch versteht, okay? Ich und LBK, wir hatten eine Wette. Wir haben eine Wette gemacht, wenn du bis dahin 1 Million Abonnenten hast, wenn du es nicht schaffst, musst du mir 2000 Euro geben. Pass auf. Da muss ich Sammy 2000 Euro geben. Dezember, Bruder. Das war Spaß mit 1 Million Abonnenten. Guck mal, die können doch selber entscheiden, ob Spaß war oder nicht. Wir haben doch das Video, wir werden es jetzt reinschneiden. Und achtet auf dieses... am Ende, diese Verzweiflung pur in seiner Stimme. Dezember, Bruder. Sie meinten, als ich kann mit dem Preis runtergehen, indem ich den beiden Nintendo Switch kaufe. Ja, da sind wir einverstanden. Das ist, wir wollen ja nicht zu hart sein. Da sind wir korrekt. Alles ist vegan, alles vegan. Ich kaufe euch keinen Nintendo Switch. Ich steig aus, Junge. Was mit dir? Guckt euch diesen Gesichtsausdruck an. Der arme Walla, jetzt tut er mir echt leid, Bruder Walla. Wir haben ihn einfach so, er kam hierher. Er dachte, Baba, ein Vlogtag mit Sammy, ich chill mit denen, ich häng mit denen ab, wie ist das? Auf einmal sag ich, Junge, Walla, komm mal her. Erinnerst du dich noch? Wir hatten eine Wette gehabt. Ich schwör auf Koran, du kaufst mir jetzt einen Switch. Ich hab gesagt, ich will auch einen. Du kaufst uns beiden einen Switch. Du kennst das, wenn du ein Opfer bist und scharf schlachten musst, du musst auch an allen Seiten fetten. Teuerste, such dir mal die teuerste. Hier ist 309. Eine. Und guck mal, wisst ihr, was das Lustigste an der ganzen Geschichte war? Nix ist gestellt, Shit. Alles original. Wir sind keine Fakes, Bruder. Es war genau so. Da kommt ein Typ, gell? Der bei Mediamarkt, bei Saturn arbeitet, okay? Da kommt ein Typ, Bruder. Ja, nee, er ist der Verkäufer des Monats, müsst ihr euch vorstellen. Der kommt und sagt, ja, aber eventuell braucht ihr noch eine Versicherung, ihr braucht noch eine Folie, ihr braucht noch einen Internetzugang, ihr braucht noch ein Ding. Alles. Habt ihr Interesse an einem Pokémon 3, einem Pokémon 4, einem Pokémon 5, so müsst ihr euch vorstellen. Der kommt, er wollte uns alles verkaufen. Er sagt, ja, jetzt habt ihr den Switch. Ihr habt ja die Folie, die Versicherung, ein Spiel. Wie wär's denn mit dem iPhone 12? Genau so. Der wollte uns alles verkaufen. Alles, alles, alles. Ja, aber jetzt könnt ihr noch eine Mikrowelle. Alles. Der wollte uns Mikrowellen andrehen. Alles. Und der arme LBK, Digga. Sein Blick immer tiefer, tiefer, tiefer und tiefer und tiefer, Digga. Stepdad Leon. Vielen, vielen Dank, Bruder, für 5 Monate. Und Z7 DLR. Dankeschön für 3 Monate. Ich küsse dein Herz. Ist eine Leid. Hast du Leid für mich? Irgendwas. Guck mal, Hichem, der Dreck hier. Hier ist 309. Ist eine Light. Hast du Light für mich? Irgendwas hier. Aber wollt ihr nur die normale Switch oder wollt ihr lieber mit Mario Kart mit? Ich fick dich. Ich hör mal, dieser Latino-Verkäufer, Digga. Warum du eine bekommst? Guck nicht so glücklich, das macht mich aggressiv. Also er will uns noch eine Schutzfolie anbieten und er will uns noch eine Versicherung anbieten für jeweils 50 Euro. Spendet ihm ein bisschen was auf sein Konto. Macht ihm mal wieder diese Nintendo Switch. Aber ey, danach bin ich raus aus der Mitgründerwette, ja, dann bin ich dann fertig. Dann raus, ich muss nicht irgendwas drauflegen oder nein, so, nein, ne? Walla, ich hab ein schlechtes Gewissen. Walla, ich hab ein schlechtes Gewissen. Vielen Dank. Aber ich bin jetzt komplett raus aus dem Schneider. Klar, wo der Handyverträge an, ne? Bruder, ja, aber mach ich weg. Weißt du, hab ich gesehen, YouTuber haben Geld auch nicht, weil die Geld ist, Bruder. Aber egal, Unge ist da, Bruder. Ja, weißt du, was ich meine? Der macht für dich Verträge, Bruder. Sag immer zu dem ABK, ey, Bruder, erwähn doch mal den Creator-Code. Oder wenigstens Instagram oder irgendwas, erwähn mal was. Der wird eher Schweinefleisch essen, anstatt irgendwas zu promoten, mein Bruder. An dieser Stelle, er wird's eh rausschneiden, aber falls er es nicht rausschneidet, Creator-Code ABK. Kennst du Unge? Der ist aber auf jeden Fall Millionär, bin ich sicher. Zieht auch nicht so teure Klamotten an. Das ist komisch, der Bruder. Barfuß rum, mein Bruder. Er will das nicht zeigen. Mhm. Aber du weißt nicht, wer ich bin. PA Sports aus Frankfurt. Ja, was geht ab, Leute? Wir haben auch PA hier. Hier, das ist unser PA. Hier. Wir gucken uns einen Frauenkampf an, das kommt auch. Hier ist Frauenkampf gucken! Ja, ja. Hier geil. Geil. Das ist Unge, genau, das ist Unge. Der ist ja Maschine, 2,2. Ey, Sammy! Flixbus direkt. Oh, wie? Bruder, eine Frage. Die Sache ist, guck mal, Chat. Ihr denkt jetzt, das ist halt das Problem. Das ist so lustig, weil ihr checkt das nicht. Der Chico hat wirklich gedacht, man kann mit Flixbus zu Unge fahren. Der Chico ist davon ausgegangen, dass es möglich ist, mit einem Flixbus zu Unge zu fahren. Er dachte, das geht.
Frage, wie willst du mit Flixbus über Meer kommen, Bruder? Wo müssen hin, Bruder, ob mit Flixbus oder Fahrrad oder Kategor. Er hat erst dann. Aber er dachte, es geht. Bruder, hat eine dicke Plantage. Bruder, was? Hat eine dicke Plantage. Ich pflanze, er teilt mich, sag ihm, du wirst Millionär, sag's ihm. Der hat drei Grundstücke. Ein Grundstück ist schon mal für Kali. Kali? Oh, wow, Jungle Boys, Puckle Punch, Gelato, oio, Skittles Cake. Andere Plantage ist nur extra für die Marocks. Ich hole extra drei Marocks aus Keteme. Nur am Klopfen ihm. Bam, 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 bam. Ja, hallo, guten Abend, und zwar, ich möchte ein Taxi Richtung Portugal, Madeira. Wir haben wirklich Taxi angerufen. Ja, gibt's ja irgendein Taxifahrer, der sich. Wir wollen so mit am besten ein Van, ein Transporter im Mess. Ja, kein Problem. Haben Sie Marokkaner? Du denkst, du kommst weg, Wallah, wir haben dich gefallen. Hallo. Abo, er hat uns gewonnen. Bruder, wir gehen hin, wir chillen mit ihm, Bruder. Schöne Haare. Sehen wir nicht vertrauenswürdig aus. Klaut er. Er wird klauen diese Augen. Niemals klaut er, Bruder. Aber würdest du auch für den Veganer, den veganen Leben? Natürlich. Bruder, für ihn, ich nenne mich MC Petersilie. Und er sagt, Chico, nimm nur Gitarre und einen Stuhl und mach so. Unge, kein Problem. Ja, Brokkoli. Unge, MC Petersilie. Hat ein Vermögen von 13 Millionen Euro auf dem Konto. Subhanallah. 13 Millionen, was? 13 Millionen Euro. Bruder, ich muss da noch Schlückchen nehmen. Wenn wir beide zusammenrechnen, wir kommen auf 130 Euro. Jetzt wird Unge befreundet sein. Jetzt nur scheiße, du Blöd. Unge, wenn du das machst, wow, ich lass dich nie wieder los, nie wieder. Ihr wisst doch, letztes Mal was passiert ist, da hat noch eine polizeiliche Sache gearbeitet. Ja, hat er beleidigt auf Instagram, hat er direkt ein mieses Verfahren am Laufen gehabt, ne? Und dann habe ich mir deinen Zettel genauer durchgelesen, das hat er mir gar nicht gesagt. Da stand irgendwie was drauf. Die Polizei hätte dich nach einem DNA-Test gefragt, daraufhin... Was der gemacht hat. Polizei sagt, ja, Herr District jetzt, sein Name ist egal. Wir würden gerne einen DNA-Test von ihm machen. Der spuckt. Ihr habt hier meine DNA im Fotzen und so. Hast du dich geweigert und hast auf den Boden geschwuppt und gesagt, ihr habt eure DNA im Fotzen? Das war richtig Adrenalin, Bruder. Ich bin nicht so asozial, dass ich einfach da auf den Boden rotze oder irgendwas, Bruder. Aber guck mal, die Hurensöhne. Du bist doch voll der liebe Junge eigentlich. Ja, aber wenn du einen Zettel lesen, Bruder, du musst... Ja, AfD soll gewinnen. Bruder. Hab einen neuen Zettel bekommen. Ohne die erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis. Ich weiß genau, bald kommt ein neuer Zettel. Herr District, Sie werden vorgeladen, 45 iPads aus... Erlaubnis, eine Schusswaffe geführt zu haben. Wie er zu dem Text, wenn ich das Magazin lade, muss ich meine Kugeln ziehen. Kannst du den Part mal kurz rappen? Ja, normal. Weil ich das falsch vorgelesen. Wenn ich das Magazin lade, muss ich meine Kugeln ziehen. Doch die Straße will euch bluten sehen. Wenn wir mit der Magnum shooten gehen, fliegen Patronen auf die Hurensöhne. Ist ja wirklich, du darfst keine Schusswaffen auf YouTube zeigen. Also, das heißt, du darfst nicht, du solltest nicht. Weil wenn du das zeigst, kann immer sein, dass Polizei zu genauso kommt. Ja, extra so Warnhinweis drunter geschrieben, so weißt du? Ich hab gerade diesen Ordner bei ihm gesehen. Hast du den Ordner gesehen, Sammy? Das sind die ganzen Anzeigen von ihm drin in diesem Ordner. Ja, das ist von unserem Studium. Nicht, dass du denkst, ich bin stolz auf sowas. Der weiß selber, das ist Minus und so. Das sind alles seine Strafverfahren. Bruder, das sind viele Vorwürfe, Bruder. 80% alle. Guck mal, dieser Ordner bitte. Das sind alles Anzeigen, Digga. Ordner bei ihm gesehen. Hast du den Ordner gesehen, Sammy? Ja, das ist von unserem Studium. Nicht, dass du denkst, ich bin stolz auf sowas. Der weiß selber, das ist Minus und so. Das sind alles deine Strafverfahren. Bruder, das sind viele Vorwürfe, Bruder. 80% alle. Der hängt mich mit dummen Leuten ab. Und zweiter Punkt ist, das gibt er sogar selber zu, wenn du einmal bei der Polizei negativ aufgefallen bist, hast du eine Arschkarte. Wie in der Schule mit Lehrern. Alter, was ist los? Hier riechst du einfach sogar nach Parfum. Hart, gell? Hart. Walla hart. Und dann ziehst du dich so an. Walla hart. Justin bewertet oder was siehst du? Die ist 54 Jahre alt, Bruder. Bruder, jetzt könnte dein Oma sein, mein Bruder. Wenn ich so eine Oma hätte, würde ich Inzest betreiben, Bruder. Das ist nicht normal, Bruder. Ältere Frauen sind das Beste, was es gibt. Ey, Junge. Die sind abgeklärt, die wissen, was die wollen. Aber geht so, wenn ich so zu der gehe? Ey, Bro, die ist aber mit den Älteren, die ist mit Schlabber, Titte bis Knie. Ey, wie kann der trifft schon mit diesen älteren Frauen, Bruder? Aber der packt die nicht an, der redet nur mit denen. Der hat einen ganz komischen Fetisch. Der sitzt sich da hin und sagt, ja, ich kann Ihnen gerne was von Kunstgeschichte erzählen. Erzähl doch mal von deinem Fetisch, dass du magst, wenn die diese... Wenn die Strumpfhosen tragen. Ja. Und ihr wisst alle gar nicht, weil ihr denkt, der ABK ist ein richtig harmloser. Der ABK ist der Reibewahl, weil er... Ich war einmal bei ihm zu Hause, gell? Ihr müsst euch vorstellen, die Matratze ist so, bei ihm ist sie nicht so, bei ihm ist sie so. Die war so, dann hat er das weggerieben. Das ist wie eine Robbe, weil er so. Glauben wir das eh nicht. Ja. Die Sache ist, die denken, ich lüge. Verstehst du? Die Leute glauben mir das nicht. Wenn ich euch sage, es ist wirklich so. Er hat im Boden, auf dem Boden, er hat einen Teppichboden. In dem Boden ist ein Loch drinne. Ihr glaubt mir das nicht. Verstehst du? Ihr denkt, Sammy übertreibt es und so. Verstehst du?
Ihr glaubt mir das nicht. Wenn ich euch sage, aber er hat 5 Jahre lang gebraucht und hat sich 5 Jahre lang auf dem Boden so gerieben. Weil ABK macht kein Pachita. Der macht 180 km/h nicht. Er reibt nur. Der reibt sich auf dem Boden. Die ganze Zeit, er reibt sich so. So. Glaubt ihr mir das? Ihr glaubt mir das nicht, scheiß drauf. Ja, ich hab einen Fetisch. Ich bin eher so, ich guck eher Leuten zu, wenn sich draußen zwei küssen, werde ich geil und so. Nehmt euch kein Beispiel. Der Typ ist süß, aber das Reiben und das ist alles. 936! Du Latrin! Was nein? Dankeschön für Stufe 1, Cousin. Süß. Voila, dankeschön, Brother. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, was ich nehme. Das ist, wo er dieses Date hat. Boah! Jetzt wird's cringe, Digga. Jetzt wird's cringe, Chat. Jetzt wird's richtig cringe. Sossenheim, nochmal vielen, vielen Dank, Cousin. Ich glaube, ich nehme dich. Warum stehst du nicht auf der Speisekarte drauf? Ich nehme Sushi, Knuspergarnele. Das bist du, die Knuspergarnele. Für 17,90 Euro. Boah, das ist auch geil. Sexy Freak. Crave Sacro. Wer ist denn der Sexy Freak von uns beiden? 64,70 Euro hast du gerade für mich ausgegeben. Trefft euch immer nur mit reichen Frauen. Verschmier? Kann ich gleich nachgucken. Ich mag dich. Ehrlich jetzt? Was magst du denn an mir besonders? Dass du so süß bist. Ja? Ich weiß das auch, dass ich süß bin. Ich will, aber ich bin nicht sexy, das ist das Problem. Deswegen wollen Frauen nie mit mir was machen. Die wollen immer nur mit mir lachen und reden, als wäre ich der schwule beste Freund. Miguel Pablo, schöne Grüße an dich. So. Das ist eine Masche von dir, oder? Dass ich so süß bin? Dass du so tust, als wenn du nur süß bist. Ich kann auch anders sein, ne? Ich cringe gerade, unangenehm, ne? Ich finde, dass du ein attraktiver Mann bist. Was das heißt? Weil meine Abonnenten können keinen deutschen Kanaken. Du verkörperst Stärke. Ich renn bei jeder Schlägerei weg. Bist anständig. Bin ich ein anständiger Junge, ne? Ich bin gar nicht Playboy und so, Fuckboy und sowas, gar nicht. Du siehst hübsch aus. Laber jetzt, er verarscht mich nicht. Nein, ich weil er meine Seiten auf U-Boot. Nein, das werden ganz viele Mädchen auch bestätigen müssen. Hübscher. Ich war früher der hässlichste aus der Klasse. Ich war mir ja kein Film, ich bin nicht so einer. Genau. Ich hab viele Abonnenten, ich hab wie berühmt ich bin und so. Und wie bescheiden ich mit der Rede. Ich hab letztens gesehen, so ein Junge, der Arme, der hat seine Lehrerin angezeigt, weil sie ihn sexuell belästigt. Genau. Und ich schon, wie kannst du eine Frau anzeigen, wenn sie dich sexuell belästigt als Mann? Gute Frage, Digga. Papa Ari, dankeschön für den dritten Monat. Chat, würdet ihr an alle, die gebannt sind, gebannt worden heute, an alle, die heute gebannt worden sind, 100 Stück, schreibt in die Bannungsanträge, ich lese die mir gleich durch. Würdet ihr eure Lehrerin anzeigen, an die Jungs jetzt, wenn sie euch, ja, ihr wisst schon. Eins, wenn ihr sie anzeigen würdet, zwei, wenn nicht. Digga, ihr habt so ein... Warum habe ich so eine Community, Digga? Ich wette, wenn Unge diese Frage gestellt hätte, jeder hätte gesagt, wir würden sie anzeigen. Jeder. Aber bei mir stellt so eine Frage die Leute so. Was? Stell noch einmal bitte, ich muss mir das vorstellen. Ich habe nicht richtig verstanden. Warum seid ihr so, Bruder? Ihr habt echt Knacks. Ihr habt wirklich einen Knacks, Digga. Hamza, dankeschön für den zweiten Monat. Vielen, vielen Dank, mein Schatz. Sehr, sehr, sehr korrekt, Digga. Heute Support ist nice von euch, Bruder. Heute Support ist nice. Jede Frau darf das bei mir. Im nächsten darfst du mich dann bei mir zu Hause besuchen. Ich koche dann für dich. Ich koche. Es gibt einen Satz, der macht mich richtig geil, wenn du den sagst. Ich könnte deine Mutter sein. Der ist für mich noch viel mehr wert, als ich liebe dich. Bei uns geht das doch voll klar. Ich bin 27, du bist 50. 55. Ja, ist das recht. Darf ich einmal auf die Hupe drücken? Ja, klar, auf. Kannst du bei mir einhaken? Das brauchst du schon mal wieder, damit die Leute denken, dass ich mit dir irgendwie was am Laufen habe. Ich habe heute 600 Euro verloren. Musste ich mit denen nach Saturn gehen und musste denen eine Nintendo Switch kaufen. Für jeden eine. Können wir einmal Händchen halten? Mach so. Oh mein Gott, ich habe so einen Schwitz. Digga. Ich bin so nervös. Oh mein Gott. Kostet mit Brillen, die Rosa rumläuft. Also Rosa ist Baba, ja. Sehr, sehr nette Frau. Aber das ist schon so... Ja, nee, für reiche Leute. Wisst ihr, was ich meine? So einen auf... Reiche Leute, verstehst du?
Das ist so viel Körperkontakt. Können wir da zurück zum Auto gehen? Ach, guck mal, jetzt will uns was trennen. Merkst du das? So? Und guck mal, die Frauen kommen immer direkt wieder zu mir. Aber ey, wisst ihr so, was der entscheidende Punkt war, wo ich wusste, der Abend ist gelaufen? Also, ihr müsst euch vorstellen, so vorhin um 1.30 Uhr, ich bin so mit der unterwegs und ich fahr so an ihrem Wohnort vorbei. Und wer kommt uns entgegen? Die Tochter, weil sie gerade mit dem Hund gab. Wer ist die junge Dame? Ist eine Freundin von ABK. Ist eine Freundin von ABK, Digga. Punisher, Dankeschön für Stufe 1 im ersten, Digga. Vielen Dank, Digga. Punisher, vielen Dank, Digga. Sehr, sehr korrekt, Punisher. Nice, oder? Nice, Digga. Ich liebe das, unsere alten Vlogs zu gucken, Digga. Ich liebe das.